Neulichen Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, B-Boying, Mischka-RPG und der Koali. Folge 7: Sexualität, Liebe und Beziehung in das schwarze Auge. Der zweite Teil. Heute mit dabei Rintaro, B-Boying und Jasmin Neitzel sowie der Koali. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer weiteren Folge Neulichen Aventurien. Heute geht es in die zweite Folge von unserer kleinen Reihe zu Sexualität, Liebe und Beziehung in das schwarze Auge. Und in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen in die Fluff-Regionen vorstoßen. Während beim letzten Mal, in der letzten Folge, falls ihr die verpasst habt, könnt ihr nochmal zurückspulen quasi oder euch die letzte Folge anhören. Da haben wir ein bisschen über die Wege der Vereinigung gesprochen. Da wollen wir heute ein bisschen von weg und wollen ein bisschen mehr in die Richtung gehen, was Liebe, Sexualität und Beziehung in Aventurien denn spieltechnisch so zu bieten hat. Und wenn ich mal auf meinen kleinen schlauen Spiekzettel drauf schaue, dann hätte ich direkt für den Einstieg mal eine Frage an euch als SpielleiterInnen oder SpielerInnen. Habt ihr Erfahrung mit queeren Charakteren in Aventurien? Wie sie alle hier schreien. Dann schreie ich mal hier. Da muss ich jetzt tatsächlich mich mal outen und nachfragen. Ist das jetzt nochmal separat zu sehen, von wenn ich jetzt jemanden habe, der gleichgeschlechtliche Liebe hat? Oder ist das damit inbegriffen? Das ist damit inbegriffen. Klären wir den Begriff vielleicht erstmal, ne? Ja. Genau, weil ich möchte jetzt hier nicht sagen, wo ich irgendwie vor den Kopf stoße. Ja, queer ist ein Sammelbegriff, der im Wesentlichen dazu da ist, eben Leute, die aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität marginalisiert werden, zusammenzufassen, ohne dass jetzt notwendigerweise man sich viel spezifischer outen müsste. Und es geht auch um. Es hat auch politische Ebenen im Sinne von, es geht halt um die Sichtbarkeit dieser Gruppen und dafür einzutreten, dass sie sich nicht anpassen müssen, sondern eben einen Raum in der Gesellschaft erhalten. Aber letztlich halt gleichgeschlechtliche Liebe ist auf jeden Fall etwas in der Queerfeld, aber es können eben auch zum Beispiel Transfiguren unter queer fallen oder asexuelle Figuren können auch unter queer fallen. Und das sind alles... Genau, das ist alles, was in diesem Sammelbegriff findbar ist. Ja, möchtest du auch Details? Ja, natürlich. Es ist sehr schön tatsächlich in meiner aktuellen Runde gewesen, wo das Thema Sexualität, also wir haben zwei Herren und eine Dame, die da spielen, jetzt als Spielerin. Einer von den Herren, das ist der Aurel McLeod, den möchte ich nochmal einen Shoutout geben, der hat auch einen YouTube-Kanal, super lustiger Typ. Der spielt halt einen Charakter, der auf alles zugeht, was eben nicht bei drei weg ist und es erstmal anflirtet. Und das war sehr lustig, weil er das erst wirklich nur so ausgespielt hat, dass er die Damen immer angeflirtet hat. Und er hat schon so einen gewissen Klischee damit quasi erfüllt. Und genau im richtigen Augenblick hat er eben dann auch gesagt, nee, wieso? Und hat erstmal dem anderen Spieler schön auf den Hintern geklatscht. So, ne? Nicht dem Spieler, sondern eben dem Charakter. Und hat das auf eine so natürliche Art und Weise gemacht, dass ich als Spielleiter echt gedacht habe, super cool. Also es hat in der Runde, die kennen sich auch alle zusammen, bei denen war das jetzt kein Thema irgendwie, was irgendwie unangenehm wurde, hat er das unglaublich schön reingebracht. Das war so für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, richtig cool, sowas so umzusetzen, dass es sich so natürlich, so wie wir das im letzten Podcast ja auch beschrieben haben, und auch in Aventurien zu Hause so ein bisschen anfühlt. Ne? Also dieses, das ist da normal. Mehr kann ich dazu jetzt zu der Szene erstmal nicht sagen, weil sonst nehme ich den anderen die Redezeit weg. Herr Rintaro? Ja, wobei ich da ehrlich gesagt relativ konservativ, also in die Tiefe der Queerness, kann man das so sagen, bin ich tatsächlich nicht drin. Ja, also welche Arten, also ich bin ich habe nicht so viele Berührungspunkte einfach mit dem Thema, ja. Also ich bin klar homosexuell, nicht homosexuell, bi ist in der Mitte, aber da gibt es ja so viele Facetten noch.
dass ich da bisher im Rollenspiel, auch wenn ich früher eine Spielleiterin hatte, die mit dem Thema auch sehr offen und sehr direkt umgegangen ist, habe ich da noch nicht so viel Erfahrung mit. Aber ja, natürlich kamen auch zumindest schon mal sowohl von mir als Meisterperson als auch in einer Welt, in der ich mich als Spieler bewegt habe, auch homosexuelle oder Bi-Charaktere vor oder auch einfach Leute, die halt überhaupt gar kein Interesse irgendwie in der Richtung hatten. Spannend. Jasmin? Ja, offensichtlich kommen bei mir queere Charaktere vor. Gut, ich habe auch schon Cis-Leute gespielt, die einfach straight waren, klar, aber Tendenz lege ich Charaktere, wenn ich einfach eine Charakter schaffe und ich mir noch wenig Gedanken habe, lege ich sie potenziell bisexuell an, um die Handlungsmöglichkeiten offen zu lassen. Also im Sinne von, wenn sich was ergibt, dann kann ich das entscheiden. Und manchmal entwickelt sich die Sexualität des Charakters im Spiel, dass sie sozusagen fest wird. Oder ich einfach eine Entscheidung treffe oder es bleibt halt so oder wird nie relevant, also für eigene Charaktere. Ich habe jetzt tatsächlich noch keinen Trans-Charakter selber gespielt. Ich hatte Trans-LSC drin, also in das schwarze Auge. Aber ja, kommen halt auch vor. Und ja, keine Ahnung, ich habe den Orkenhort geleitet und da kommt in einem Abenteuer aus den 80er Jahren Nahema vor, die einfach kanonisch ein genderfluider Charakter ist. Und es kommen in Aventurien so viele queere Figuren vor, dass man in der NSC-Riege durchaus Leute vermissen würde, wenn man sie nicht auftauchen lässt. Also ich habe den Horasischen Thronfolgekrieg gespielt und Timor Horas kam halt einfach vor, weil das eine wichtige politische Figur ist. Und genauso kam Aldare vor und so weiter und so weiter. Also das ist halt, es gibt halt einfach eine große Anzahl von queeren NSC in Aventurien, die tragende Säulen des Metaplots sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass die allermeisten DSA-Spielenden, die mit dem Metaplot interagieren und offizielle NSC verwenden, schon mal einen queeren Charakter in ihrer Runde hatten, ob sie es betont haben oder nicht. Das ist eine spannende Sache, weil dass du das gerade nochmal so aufgreifst mit dem Metaplot, weil ich glaube, dass das vielen in der Tat nicht bewusst ist. Also nicht so offensichtlich ist, dass es da auch eine Vielzahl von Charakteren gibt in dem Plot, der in die queere Szene einzuordnen wäre. Und ich finde, das ist auch ein Mehrwert, das diese Fantasy-Welt bietet, dass es halt genau für solche Charaktere, halt auch für prominente Charaktere da ein Handlungsstränge richtig auch gibt, ne? Irgendwie kleiner Spoiler jetzt, wenn einige Leute das nicht irgendwie wissen, aber zum Beispiel auch die Geschichte um Harl oder sowas, ne? Da gibt es einfach, oder was, wenn du sagtest, Nahema wahrzunehmen als genderfluides Wesen, ist ja jetzt auch für manche vielleicht auch mal überraschend. So, ja, klar, liegt auf der Hand, wenn man darüber nachdenkt, aber ne, für die meisten ist, glaube ich, Nahema erstmal eine Frau gewesen. Für mich auch zum Beispiel, ne? Ja, genau, das ist, also auf jeden Fall, das ist halt durchaus in der ersten Begegnung und durch ihre Pronomen der erste Gedanke, den man hat, aber sie verwandelt sich eben halt auch in Herr Tammerlein und führt da Abschnitte ihres Lebens. Und ja, ich habe letztens mich mit Hartmann von Wieser unterhalten und der würde sie als kanonisch genderfluide auch einordnen. Also nehme ich das mal als so nah an der Quelle, wie man es kriegen kann, weil Ulrich Kiso nicht mehr unterwegs ist. Aber Ulrich Kiso hat ja auch mit Mehiban und Thesia von Ilmenstein ein queeres Paar, das verheiratet ist, nach Aventurien geschrieben. Also, ja. Was ich mich immer frage, für mich war Aventurien immer schon eine Spielwelt, die dahingehend sehr offen ist, also generell, was Gleichberechtigung angeht, sehr offen ist, weil es halt immer Platz bietet für Charaktere aus dem ein oder anderen Spektrum. Allerdings nicht überall, glaube ich. Also nicht in jeder kleinen Ecke von Aventurien. Ne? Also Rentario, hast du da direkt was? Ja, das spielst du wahrscheinlich garantiert auf Andergast an, zum Beispiel so das klassische Einsteigerland im DSA-Universum, wo es halt noch das schöne Patriarchat gibt, wo die Frau am Herd gehört. Und Nostria ist daher eher, Jasmin hat einen Einwand, Nostria ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen
offener gesehen. Also zumindest habe ich Andergast bisher so als so nahegelegt bekommen, dass die halt so eher ein bisschen hinterwäldlerisch ist. Wobei es da auch eine schöne Geschichte über einen Raya-Geweihten gibt und einem eine andere Zählweise, was Kriege angeht, zwischen Andergast und Nostria. Aber Jasmin, bitte, ich bin gespannt. Jetzt kommt. Ja, ich würde sagen, dass Andergast speziell deswegen keine gute Einsteigerregion ist, weil das eins der. Also, sie erfüllt das Patriarchat in Aventurien und sie ist halt, also Andergast als Region, einfach ein patriarchales Gebiet, wo Frauen halt auf patriarchale Weise unterdrückt werden in ihrer Rolle in der Gesellschaft. Man kann, das hat natürlich auch Begründungen in der Welt und sie sagen, ja, das ist die Ordnung der Dinge und so ist das halt, aber sie setzen halt ganz streng Geschlechterrollen durch. Und es kommt einem halt Handmaid's Tale böse vor, wenn man das von außen betrachtet. Also es ist halt so ein, was ist das für ein abgefucktes Land? Aber dabei ist das halt einfach eine patriarchale Fantasy-Gesellschaft, wie du sie in Game of Thrones und tausend anderen Medien einfach genauso präsentiert kriegst. Aber gerade dadurch, dass sie mit Nostria im Konflikt liegen und du diese beiden Beispiele nebeneinander legen kannst, von das sind beides Fantasy-Königreiche. Das eine ist ein gleichberechtigtes, das andere ist eins mit einem strengen, durchgesetzten Patriarchat. Wie wie ungerecht und grausam Andergast halt wirkt und wie antagonistisch man sie aufziehen kann. Natürlich gibt es auch Spiele, die Andergast sehr schätzen oder die speziell mit diesen Themen von Patriarchat interagieren wollen. Das muss nichts Negatives, also kein Vorwurf an Spiele, die Andergast speziell nutzen, um bestimmte Stories zu erzählen. Dafür ist es ein Raum, der in Aventurien existiert. Aber ich glaube, dass wenn man Andergast mit dem Rest Aventuriens betrachtet, aus den Augen der Aventurier speziell, dann wirken sie sehr wie erschreckende Antagonisten. Ja. Ja, vor allem, weil Andergast ja auch eh grundsätzlich in Aventurien als hinterwälterisch und als rückständig angesehen wird. Das macht ja kein anderes Land ein Hehl draus. Gerade Aranien, da haben wir ja einen schönen Konterpart, was ja eher das Matriarchat bevorzugt und die Frauen dort an der Macht sind, hat man in Aventurien ja sehr viele, also grundsätzliche Gleichberechtigung, wie wir schon gesagt haben, auch Mittelreich und auch die südlichen Regionen. Torwahl, da wird auch offen gesagt, so von wegen, ja, zwei Männer zusammen ist halt da auch eher normal als eine besonderes, außergewöhnliche Geschichte. Und da gibt es so viele schöne Länder, die sich aber auch gewollt und was ich auch gut finde, teilweise stark voneinander unterscheiden. Sowohl die Richtung, wie mit Mann und Frau umgegangen wird oder auch generell, wie mit der Raya-Kirche umgegangen werden. Wenn wir jetzt wieder auf Andergast gehen, die Raya-Kirche ist da quasi verpönt, ja, darf da nicht angesehen. In Horasreich zum Beispiel hat die Raya-Kirche da seine Hochburg. Also ich finde gerade diese Unterschiede, die auch Aventurien ausmacht und die sie sich auch teilweise auf die Fahne schreibt und da finde ich das auch vollkommen korrekt, wenn da so ein komplettes Land komplett unpolitisch oder beziehungsweise politisch inkorrekt handelt. Das passt da genauso rein wie auch in die richtige Welt. Es muss immer was geben, worüber man sich aufregen kann und das klappt da sehr gut, glaube ich. Ich finde das gerade spannend, auch weil es halt für eine Fantasy-Welt da ist, Aventurien oder Dere, dass man halt eben auch Dinge bespielen kann, die man in der realen Welt nicht vorfindet. Oder selten vorfindet. Und ich finde das manchmal sehr befremdlich. Also ich kann ja mal jetzt, um den Bio noch mal mit an Bord zu holen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Aranien gespielt hast, Bio, als Spielleiter. Aber ich weiß, dass du Spielleiter bist und ein sehr pfiffiger dazu. Wie würdest du denn Aranien für deine MitspielerInnen darstellen? Wie würde denn das Matriarchat sich ausprägen, wenn du das in der darstellenden Form irgendwie bewusst machen willst, dass das jetzt eben keine 0815-Region ist, sondern dass hier eben wirklich was anders ist. Weil oft nehme ich das nämlich wahr, dass Leute, ja, ich komme aus Aranien, da sind halt die Frauen an der Macht, so, ja, aber das wirkt sich halt spieltechnisch sehr selten aus. Das ist halt irgendwie, weil wir ja immer noch so alle so in diesem normalen Fantasy-Denken drin sind. Also du hast ja schon gesagt, man muss es ja pfiffig machen. Das heißt, ich würde das schön an meine Spieler delegieren und sagen, ja, okay, wenn du aus Aranien kommst, was bedeutet das denn für dich? Wie möchtest du das denn einbringen, damit ich mir Zeit erkaufe, um mich zu informieren? Aber was ich immer ganz schön finde, ist, wenn mir das ein Spieler sagt und ich das jetzt
Also ich würde, wenn wir in Aranien spielen, dann wäre es für mich relevant. Ich glaube, wenn ein Spieler von da kommt und er das selber jetzt nicht einbringt, würde ich es auch nicht unbedingt machen. Aber wenn wir jetzt da spielen würden, dann würde ich da halt in den Abenteuerplot mit einbauen, ne? Dann vielleicht mal einen Konflikt, der vielleicht einen NSC betrifft oder eben auch einen meiner Spielercharaktere im besten Fall, der mit diesen matriarchalischen Strukturen zusammenhängt. Am schönsten wäre es natürlich in dem Fall mal die Spiegelung zu machen und zu sagen, es ist vielleicht jemand, der einen, was weiß ich jetzt, einen Mann spielt und da vielleicht jetzt genau die Probleme hat, die eben in unserer Gesellschaft oft bei Frauen auftreten, ne? Und das dadurch auch einfach nochmal ein bisschen besonderer zu machen, weil es einfach nicht das ist, was man hier so oft sieht. Das wäre jetzt so mein erster grundlegender Gedanke. Ich muss aber auch sagen, ich bin mit Aranien echt nicht firm. Ich habe es noch nie gespielt. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Matriarchat zu tun, sondern ich habe es einfach zeitlich noch nicht geschafft. Es gibt, glaube ich, ein neues Regelbuch dazu schon. Und es ist auch nicht mehr wirklich neu, aber ich habe es trotzdem noch nicht. Ja, ich habe wortwörtlich das Buch über Aranien mitgeschrieben, deswegen wüsste ich es natürlich. Also das Dornreich wusste ich heißt, überhaupt nicht, deswegen habe ich es. Das ist das, ja. Dann würde mich jetzt interessieren, wenn ich dich jetzt frage, wenn du das geschrieben hast, was würdest du mir denn empfehlen als Spielleiter, wie ich es gut machen könnte? Ich würde sagen, was ist dein narratives Ziel für die Verwendung des Matriarchats? Das ist natürlich ist ein Fakt des Settings, aber was möchtest du damit erreichen? Wenn du sagst, ich möchte meinen Spielenden beibringen, wie Patriarchat funktioniert, nur umgekehrt sozusagen, ich möchte sie in eine marginalisierte Rolle drängen, weil sie das, was Männer sonst haben, natürlich, dann kannst du 1:1 umkehren und dieselben Sachen machen, aber ich glaube nicht, dass halt sozial sich ein Matriarchat in derselben Weise auswirken würde, wie ein Patriarchat nur umgedreht, sowas eben eigene Dynamiken hat. Was ich halt tun würde, wäre natürlich auch die Einschränkungen, die die Geschlechter jeweils haben, verwenden. Zum Beispiel eben, Männer haben mehr Freizeit und können mehr Müßiggang begehen, weil man ihnen eben als das, also wenn sie jetzt nicht gerade Landarbeitende sind, also natürlich die einfachen Bauern haben das halt nicht, aber eventuell ist halt liest die Frau halt während der Mittagsruhe, weil während die Hitze halt da ist, während der Mann halt irgendwie malt oder rumläuft und Zeit hat, mit den Helden zu reden, und die Frau rechnet halt die Finanzen des Hofes durch, weil Finanzen in ihren Aufgabenbereich fallen. Also das sozusagen, Männern wird mehr Müßiggang und mehr, ich sage mal, Hobby-Freizeitgestaltung in Aranien zugestanden. Gleichzeitig sieht man sie aber eben halt nicht so als ernsthafte Wirtschaftspartner. Also wenn es um eine, halt so, ja, das sind halt leichtherzige Männer, die, ich weiß nicht, ob die sozusagen hier das durchsteigen, dass sie, wie wichtig dieser Vertrag ist. Und vielleicht sollte man erstmal ihre Mutter oder ihre Ehefrau oder ihre ältere Schwester fragen, bevor ich jetzt dem Mann hier ein Schwert für 100 Dukaten verkaufe, aus Maraskan-Stahl. Ich meine, vielleicht brauchen die das Geld für was anderes, wie Essen. Ob der das bedacht hat. Also halt diese Ebene von auf eine nicht mal intern nicht unfreundliche Art nicht ernst nehmen, weil sie einfach gelernt haben, dass Männer keine Geschäftspartner sind und keine Geschäftsentscheidungen treffen. Und halt einfach diese Aspekte reinbringen. Und eben wenn halt, wenn man in ein Haus kommt und da hängt ein schönes Bild an der Wand und so, wird der Mann gefragt, hast du das gemalt oder wer ist der Künstler oder sowas? Und die Frau wird gefragt, was hat das gekostet oder hier oder gelobt, euer Mann ist ein wirklich begabter Künstler, ein wirklich, euer Mann ist ein hervorragender Tänzer. Und genauso kann man eben die Körperbilder ansprechen, dass eben, also in Aranien gibt es ja verschiedene Schönheitsideale je nach Region, und in Palmyrames ist es halt für die Frauen eben sehr üppig zu sein, ein Schönheitsideal, und für die Männer eben braun gebrannt und durchtrainiert. Das schafft unterschiedliche Tagesinhalte. Also der Mann wird halt irgendwie joggen gehen oder Liegestützen machen, während die Frau halt irgendwie auf einer Sänfte sitzt und sich die Weintrauben reinzieht. Und umgekehrt ist es halt, wird halt die Körperfülle und ein gepflegter Schnurrbart und so bei Männern in Zorgana, also der Region Zorgan, sehr geschätzt. Das heißt, da ist es halt eher der Mann, der nicht so viel körperliche Arbeit macht, sondern eher halt die Dienstboten schickt, oder die Frau halt sagt so, nein, nein, streng dich nicht an, du musst dich, erhol dich, mein Mann, wir lassen das die Dienstboten machen. Solche Sachen halt. Und Armeestrukturen, kämpferisch, man hört, also wenn irgendwie die Helden kämpfen in der Stadtwache zusammen, ein Mann sagt, tu das, eine Frau sagt, tu das.
die Stadtwachen sind gewohnt, auf die weibliche Stimme zu hören als Befehlston, weil die Agas, also die Anführer ganz, ganz großen Teilen weiblich besetzt sind in der aranischen Gesellschaft. Die Offiziersränge sind weiblich und die Truppenränge sind eher männlich. Durchaus. Und dass man sich darüber auch mal Gedanken macht. Auch nicht einfach, was du ja gerade gesagt hast, dieses das Blatt einfach wendet und sagt so, das ist genau das eins zu eins dasselbe, sondern sich mal klar macht, was das bedeutet, irgendwie als Region auch. Das ist dasselbe, was man halt in Andergast dann halt auch hat, ne? Weil das ein richtig heftiges Patriarchat wir Gott sei Dank ja auch nicht mehr haben, so wie im Mittelalter hier. Andererseits gibt es ja auch in Aventurien Platz für Beziehungsmöglichkeiten oder für andere Arten des Zusammenlebens, wenn ich also an nichtmenschliche zum Beispiel, wenn ich da mal dran denke. Elfen und Zwerge sind ja die beiden Völker, mit denen man ja, am häufigsten interagiert als Spielergruppe oder Spielerinnengruppe. Wie da bin ich gerade Orks verkloppt. Ja, Orks gibt es ja in DSA 5 ja auch nicht mehr als spielbares Volk, glaube ich. Bisher nicht, aber ich glaube, es könnte auch eine Frage der Zeit sein. Bis das Orkland-Band kommt, ja. Für das Rohals Erben-Crowdfunding wurden auf jeden Fall sozusagen spielbare Werte für Goblin-Schamanen angekündigt. Also da kommt auf jeden Fall was. Ja. Aber zumindest bis dahin haben wir erstmal nur die Elfen und die Zwerge, oder wenn ihr höhere Versionen von DSA spielt, halt eben auch die anderen. Weil ich finde, was Beziehungen angeht, finde ich Zwerge und Elfen halt sehr, sehr interessant im Vergleich zu den Menschen. Orks natürlich auch noch in gewisser Weise, aber ich glaube, da ist der Unterschied nicht so anders gewichtet als bei den anderen beiden Völkern. Bei Zwergen macht es ja einen ganz starken Unterschied aus, weil sie so wenig Frauen in ihrer Gesellschaft haben. Und hier landen wir dann wahrscheinlich auch bald wieder auf dem Queerness-Begriff. Denn was macht das mit einer Gesellschaft, die wenig Frauen hat? Ist höchstwahrscheinlich, dass es für einige Homosexualität sich sehr stark ausbreitet oder eben halt, wie im Fluff verankert, es überhaupt gar keine sexuellen Neigungen oder wenig sexuelle Neigungen gibt. Ne? In Taro? Ja, genau, das ist das, was du jetzt als zweites gesagt hast. Ich glaube, in dem Wege der Vereinigung, wie gesagt, da habe ich ein bisschen, also Esmin, korrigiere mich gerne, wenn ich da eine falsche Info habe. Aber ich glaube, da ist das relativ spack abgehandelt bei den Zwergen nach dem Motto, ja, Frauen gibt es mehr und ansonsten haben die eine sehr schwache Libido und von daher tut sich da halt nichts in unterschiedlichen Bereichen oder sehr wenig. Ich weiß nicht, geht das Buch noch mehr ins Detail, gerade bei Zwergen, oder habe ich das so grob wiedergegeben? Im Wesentlichen ist es beschreibt schon ein bisschen was bei den Zwergen geht. Es wäre auch sicherlich mehr Detail möglich gewesen. Und wenn man die anderen Quellen hinzuzieht, würde ich sagen, dass die Zwerge eine asexuell normative Gesellschaft sind. Also man geht nicht davon aus, dass Sexualität an sich ein Bedürfnis ist oder sexuelle Attraktion ein großer Faktor ist für Partnerwahl und Lebensführung von Zwergen. Es gibt natürlich Zwerge, die das haben. Aber die Norm ist für einen Zwerg eher auf so einem so roundabout asexuellen Level unterwegs zu sein. Asexualität ist ja auch kein Kippschalter im Sinne von entweder all in, man findet Sex super und möchte nur das, oder man hat gar kein Interesse und ekelt sich, sobald man es hört. Also das ist ja, so ist es ja nicht. Also es gibt halt ja durchaus, man spricht auch von Grey Ace, also von Graubereichen der Asexualität und so etwas. Und viele Zwerge gehören da eben rein, einfach aus von der Beschreibung her. Sowas wie romantische Liebe gibt es durchaus zwischen Zwergenmännern und Zwergenfrauen, aber es gibt eben auch halt so ein, halt eher, als wird, ich glaube, in Angroschs Kinder beschrieben, dass manche Zwerge halt sehr wenig Sexualität haben, außer sozusagen zum Zwecke der Fortpflanzung, aber so sensuell körperliche Nähe schätzen. Und das ist durchaus so eine asexuelle Erfahrung, die es gibt in der Welt. Und das ist halt was Zwerge bis zu einem gewissen Grad teilen. Das macht es natürlich auch, ich würde mal sagen, erträglicher, ein Zwerg zu sein, der keine Partnerin kriegt. Also wenn sozusagen die Mehrzahl der Zwerge super sexuell frustriert wären, wäre das eine andere Kultur. Wäre das ein Grund, warum sie alle besoffen sind? Genau, einfach alles besoffene Schläger oder sich nur ins Handwerk stürzen. Aber in Wirklichkeit sind also Zwerge finden halt andere Sachen wie Waffenbrüder oder Handwerksgemeinschaften, Lehrlinge, die sie ihr Wissen weitergeben und so etwas. Starke Geschwisterbünde, also Zwerge haben halt andere Lebensgemeinschaften notwendigerweise als nur
halt ein Paar von Mann und Frau, und die eine Familie aufziehen, weil eben ja Mehrlingsgeburten so häufig sind und Sexualität eine eher geringe, wenn auch nicht, also es gibt immer noch Zwerge mit Libido, es gibt immer noch Zwerge mit einem Bedürfnis Sexualität, aber eine vergleichsweise geringe Rolle in der Gesellschaft spielt und gleichzeitig halt die Verpartnerung mit Frauen als ein großes Statussymbol gesehen wird und für eine Frau ist auch die Aufgabe, ist im Grunde, also für Zwerge gibt es ja einen großen Fortpflanzungsdruck. Also jetzt der einzelne Zwerg nicht, aber jede Zwergin, von der wird erwartet, dass sie Kinder hat. Also ich sag mal, eine homosexuelle Zwergin, eventuell muss sie sich irgendwie, kriegt die halt Kinder und einfach um die Pflicht zu erfüllen, hängt dann mit ihrer Frau rum für den Rest des Lebens. Oder ich glaube, dass da eben ja die Gesellschaft sich eben durch die gesetzten Rahmenbedingungen einfach anders verhält als die irdische. Und ich finde an der Stelle auch nochmal total interessant, auch nochmal die beiden Aspekte Beziehung und Sexualität nochmal so gegenüberzustellen. Weil ich glaube, das hast du ja eben auch schon erwähnt, dass bei Zwergen halt das Bedürfnis nach zu Bindungen mit Personen einzugehen, doch sehr, sehr stark ist. Also das lese ich irgendwie heraus. Du sagst schon Waffenbrüder oder irgendwie Leute, die halt in so einem Schmiedegilde irgendwie zusammen sind oder sowas. Das finde ich halt rollenspieltechnisch, wenn ich mehr Charaktere baue, als Zwerg halt auch interessant irgendwie, weil man dann ein bisschen anders an so eine Gemeinschaft herangehen muss, weil der Blick eines Zwerges auf die Gruppe vielleicht auch völlig anders dann beeinflusst ist, als vielleicht das ein menschliches Pendant wäre. Also Freundschaft bedeutet vielleicht für den Zwerg halt eben wirklich was anderes. Und wenn ich einen Zwerg als Freund gewonnen habe wirklich, dann bedeutet das viel, viel mehr, als wenn ich einen Mensch dazu gebracht habe. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, aber Bio, bitte. Du hast, glaube ich, den wenigsten Redepool bisher gehabt. Hau rein. Ja, ich komme jetzt nämlich zum, weil wir jetzt schon bei den Zwergen sind, muss ich die ganze Zeit wieder in die andere Richtung denken, und zwar bei den Elfen, auch wenn ich da jetzt nicht der Spezialist bin. Aber da sage ich jetzt einfach nur mal das Stichwort Salasandra. Ja, es ist ja wieder so, es ist so eigentlich das krasse Gegenteil schon wieder, und dann auch wieder nicht irgendwie, weil das eine ganz andere Form von Verbindung ist, die auch gerade, also weil ich komme da jetzt drauf, weil du gerade sagtest, das macht die Art, einen Zwerg zu spielen, ganz anders. Was ich persönlich noch nie so betrachtet habe, weil ich es nicht wusste, ehrlich gesagt. Bei den Elfen ist es aber wieder so, da wusste ich das. Und so spiele ich die eben auch, weil du gehst ja auch dann als Elf, jetzt als Charakter, ganz anders mit anderen Leuten um, die eben nicht Teil dieses Salasandras sind und die diese Erfahrung auch gar nicht spüren können. Die musst du ja für quasi emotional schon fast verkrüppelt halten, weil die das nicht teilen können, ne? Oder zumindest ist es dir sehr fremd, dass es jemanden gibt, der sowas nicht erfährt. Und das macht ja was mit dem Rollenspiel. Deswegen, so, da kommt jetzt für mich gerade so der Link dahin. Weiß nicht, wer von euch schon mal einen Elfen oder eine Elfe oder wie auch immer gespielt hat, war das bei euch auch so? Also ich hebe meistens genau auf solche Aspekte ab, wenn ich, also ich spiele sehr gerne Elfencharaktere. Und das ist ein Teil meiner Auslebung von dem Nachteil weltfremd bei mir, ne? Einfach weil sie so ein komplett anderes Verständnis von Wirklichkeit und von Leben haben als die Welt um sie herum. Es sei denn, sie bewegen sich halt komplett in ihrer eigenen Gesellschaft, dann ist es was anderes. Ja, Winter? Ich wollte dich nicht unterbrechen, Quali. Ich selber habe da ehrlich gesagt auch bisher, so was andere Völker angeht, noch nicht gar nicht so krass drüber nachgedacht, okay, wie hart ist das oder beziehungsweise wie extrem ist das teilweise bei denen? Weil, wie Bio natürlich gerade gesagt hat, klar, dieses Salasandra war mir auch immer bewusst, ne, ist halt diese Gemeinschaft und aber gerade als er dann noch gesagt hat, so von wegen, dass die Elfen glauben müssen, dass andere Menschen, weil die halt diesen Zusammenbund nicht haben oder generell die ganzen anderen Spezies emotional verkrüppelt sein können, hat mich echt auf Ideen gebracht, wenn ich das mal so sagen darf. Und das macht den Nachteil hier dieses, dass die aus diesem Salasandra draußen sind. Wie hieß es noch? Da gab es irgendwie einen Nachteil. Badok. Badok ist schon wieder komplett vermenschlicht, aber es gibt irgendwie einen Nachteil, dass man halt, ja, oder sippenlos, ja, sippenlos oder irgendwie sowas, ne? Das muss eigentlich
viel, weil das ist schon mal ein ganz gerne genommener Nachteil bei Elfenspieler, zumindest nach meiner Erfahrung her, um zu erklären, okay, gut, du bist halt jetzt nicht mehr in der Sippe. Aber was das eigentlich für einen emotionalen Einschnitt bei diesem Elfen machen müsste. Weil bisher war das immer bei meinen Spielern. Ich selber habe tatsächlich maximal einen Halbelfen mal gespielt, glaube ich tatsächlich. Ich bin da eher straight menschlich. Aber da kann man natürlich auch super viel Tiefe dann auch in die einzelnen Charaktere, sowohl in den Zwerg, ja, der, also hätten die jetzt wirklich ein großes Sexualempfinden und finden halt keine Partner, haben die ja natürlich noch das Problem, dass die, glaube ich, auch schwerer betrunken werden können oder so. Die haben da, glaube ich, auch irgendwie eine, also von der, die können sich dann nicht mehr besaufen, um das Leben sich schön zu machen. Da ist ja quasi nur selbstmordgefährdete Zwerge im schlimmsten Fall. Also diese Extremen hatte ich tatsächlich bis dato irgendwie gar nicht so krass bedacht. Also wenn beim Thema Halbelfen haben wir ja auch schon wieder eine interessante Sache irgendwie. Das ist auch nicht, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig irgendwie geklärt, wie die denn jetzt wirklich zustande kommen. Da gibt es ja die verschiedensten Varianten mit irgendwie Elfen können nur schwanger werden, wenn sie das wirklich wollen, oder Menschen, ja. Elfenmänner können wirklich nur zeugen, wenn sie das wirklich wollen, oder irgendwie irgendwas dazwischen oder so. Ja, ich glaube, es ist halt, also da kommen wir gut in das, ohne jetzt kanonische Dinge sozusagen, aber halt, wenn wir das da Sandra halt begreifen, ist, Elfen haben halt ein intuitives Verständnis füreinander und als magische Wesen für ihre Körper und was auch immer. Und hat sozusagen, also der Bambaladin kommt ja im Grunde daraus, wie Elfen sich begrüßen. Und ich, einfach eine freundliche Begrüßung, ja. Genau, also du sendest praktisch magisch aus, dass du der Person wohlgesonnen bist, aber der menschliche Geist ist so schwach, oder der von anderen Völkern, dass das sozusagen eine magische Suggestion ist und sie einfach halt auf die Weise darauf reagieren, während Elfen damit einfach umgehen können, weil es einfach Teil des Salasandra ist. Und eben, und wenn man sozusagen das als einen, und mit Elfen haben gelernt, das zu nutzen, also manche benutzen den Baden-Baladin ja auch einfach, um andere Völker freundlich zu stimmen. Also die benutzen diesen Zauber ja absichtlich, aber ursprünglich kommt es halt aus gegenseitiger Begrüßung. Und wenn man sich das ansieht, dass die, also wie mächtig die elfische Magie auf andere Völker wirkt und wie tief ihr gegenseitiges Verständnis ist und wie viel Magie sie austauschen, dann kann man halt gut verstehen, dass halt sowas, auch wenn sie sozusagen sonst nur bewusst zeugen können, dieses Verständnis und diese magische Koordination nicht da ist, wenn sie Sex mit Menschen haben. Und ich bin mir sicher, Sex zwischen Elfen, die ein Salasandra teilen, fühlt sich halt nochmal auf einer emotionalen Ebene sehr, sehr gut an. Gut, als Elf, wenn du halt richtig schlecht im Bett bist, dann hast du natürlich auch den Nachteil, dass die gesamte Sippe das weiß und im Hinterkopf das Gefühl hat von deiner enttäuschten Partnerin. Aber gleichzeitig, die Frage ist ja, macht das überhaupt einen Unterschied dann? Also ist der eigentliche geschlechtliche Akt wichtig in dem Moment für einen Elfen oder eben nicht? Ist die Harmonie da einfach die Quintessenz? Ich glaube, beides spielt eine Rolle. Also Elfen haben ja kanonisch Sex und haben Spaß daran. Aber es ist für sie halt auch nicht das, also Elfen sind halt, ich würde mal sagen, die meisten sind irgendwie polyamor unterwegs und können mehrere Leute lieben, wäre ihre ewig lange Lebensspanne. Aber es gibt halt auch welche, die eben das Seelenlied singen und sich miteinander verbinden, dass sie praktisch über Salasandra hinaus noch eine tiefere Bindung eingehen und dann einfach, ja, noch verbunden, ja, noch tiefer verbunden sind und das, also können sie auch. Und Was Galotta halt benutzt hat, um die Elfenkinder an sich zu binden, ne? Und dann in abusiver Weise ausgenutzt hat, ne? Genau, also ja, man kann die diese elfische Magieoffenheit kann man sicherlich auch böswillig ausnutzen. Das ist richtig, aber ja, emotional verkrüppelt wäre halt die, halt abgesehen von, dass es ableistische Begriff ist, wenn sie die Menschen halt als, minder emotional sehen als nicht vollständige Geschöpfe, dann das ist halt auch was elfische Arroganz erklärt. Also es gibt sicherlich viele Elfen, die auch eine große Empathie für Menschen haben und sie verstehen wollen, aber sie merken halt, es ist anstrengend, mit denen zu reden. Also sozusagen die Elfen müssen praktisch für Menschen sehr, sehr viel runterbrechen in einfache Sprache, weil Menschen können nicht mal zweistimmig sprechen. Gleichzeitig, was die Elfen halt können. Also es ist halt die Kommunikation ist, glaube ich, für Elfen sehr viel anstrengender als für Menschen. Also wenn ein Mensch mit einem Elf redet, ja, der Elf kann halt total seltsam und mystisch wirken, aber für den Elfen ist es halt auch derbst anstrengend. Alles so, aber wie drücke ich das aus, dass der Mensch das versteht, ohne jetzt zu singen oder zu zaubern? Ja, das macht halt auch den Unterschied aus von den DSA-Elfen zu den D&D-Elfen, würde ich sagen, ne? Zum Beispiel. Ja, und hier, und Taro?
Ja, wenn man das nochmal wieder so ein bisschen in Extreme packt, wenn man jetzt mit Menschen spricht, die deiner Muttersprache nicht so wohlgesonnen sind und deswegen halt einfache Begriffe nehmen, die sie halt kennen und die Satzbauweise halt nicht entsprechend komplex ist, sondern einfach, suggeriert das oder suggeriert man selber meistens so von wegen, ah, der ist vielleicht nicht sonderlich intelligent. Der Gegenüber kann einen Doktor haben, deine Sprache einfach nicht so hundertprozentig gut sprechen. Und dann denkst du automatisch, der ist vielleicht ein bisschen zurückgeblieben oder sowas. Und wenn es vielleicht nur so ein bisschen unterbewusst ist, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Aber wenn man es jetzt auf Elfen sieht oder so, dann müssten die ja quasi standardmäßig, wenn sie mit anderen Spezies sprechen, quasi in erster Linie dieses Gefühl haben, bevor sie sich dann vielleicht mal weiter mit denen auseinandersetzen. Weil allein schon diese zweite Stimme fehlt, dieser Klang da drin und dann sogar die nicht in dieses Lied einbringen können. Das muss dann ja wirklich... Als kann da ganz nur ganz rudimentäre Sprache, als würdest du mit einem Kind sprechen. Ja, was ja meistens auch stimmt, ne? Irgendwie, und wenn man Elfen halt auch noch mit dem Geist, mit dem Mindset, dass ich bin ein Wesen, was hunderte von Jahren lebt und die Menschen vergehen innerhalb von 40, 50 Jahren, dann ist das halt, als würdest du mit einem Kind reden, weil die kriegen gar nicht die Welterfahrungen mit, die du, also, ne, die du mitbringen kannst, ja. Absolut. Ja, als letzten Themenkomplex würde ich nochmal eingehen wollen dann auf den konkreten Spieltisch von euch SpielerInnen und SpielleiterInnen. Hattet ihr schon mal Beziehungen am Spieltisch? Und wenn ja, wie haben sich die geäußert und wie seid ihr das angegangen? Meinst du das zwischen Spielenden oder zwischen Charakteren? Wir können das ja mal offen lassen. Also bleiben wir mal vielleicht mal IT und bleiben erstmal bei den Charakteren, sowohl NPCs als auch SCs. Da gibt es einen Unterschied, meine ich, glaube ich, aber um das einfach mal unter den Start mal zu kriegen in die Thematik. Also ja, ich habe tatsächlich relativ regelmäßig Beziehungen in Spielern, sowohl ich als Spielleiter, ich als Spielleiter habe dann schon mal Leute, die sich halt miteinander verwandeln oder die Interesse an einem NSC hegen oder sowas. Das ist schon irgendwie ständiges Thema oder kommt sehr häufig vor. Klar, wenn man jetzt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie ein Kriegsszenario spielt oder so, dann ist das ja durchaus auch ein wichtiges Thema und auch ein Rückzugsort, wo man Kraft sammeln kann. Ich selber als Spieler habe durchaus auch schon die eine oder andere Beziehung. Mit einem Livesen zum Beispiel habe ich mich jetzt mit der Elfe zusammengetan, denn die Wese ist auch Wolfs Kind, ja, kann sich also in einen Wolf verwandeln und die Elfe hat als Seelentier halt der Wolf, den Wolf. Das heißt, da gab es Anknüpfpunkte und er ist auch ein Spieler, ja, und er hat sich gedacht so von wegen, hey, das wäre doch geil, wenn die zwei zusammenkommen, hat mit mir halt OT drüber gesprochen und gesagt, hey, wie würdest du das finden? Und da habe ich gesagt, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Also explizite Sexszenen oder sowas spielen wir da natürlich nicht aus, aber von wegen, ja, wir spielen miteinander als Wolf teilweise auch und leben da unsere Beziehung tatsächlich aus. Und das wird auch von der kompletten Gruppe halt ganz problemlos angenommen. Ich hatte allerdings auch schon mal mit einem Torwaler eine Beziehung mit einer Schwarzmagierin, was auch sehr auf dem Drahtseilakt war und auch etwas speziell, sagen wir so. Aber auch das hat Spaß gemacht, weil wenn die Spieler, und das ist ja nun mal Quintessenz im Rollenspiel, wenn die Gruppe, mit denen man zusammenspielt, wenn die harmonisiert und wenn man alle so ungefähr dasselbe Ziel hat, dann kann man da auch viel Liebe und durchaus auch Leidenschaft mit reinbringen, ohne dass es irgendwie seltsam, komisch oder man sich dabei unwohl fühlt. Der Trick an der Sache ist halt nur, eine schöne, harmonisierende, passende Gruppe zu finden. Das ist nicht immer gegeben. Und dann muss man einfach auch die Konsequenzen setzen, ob jetzt ein Spieler ausgewechselt wird oder ob man vielleicht in eine andere Richtung geht. So, ich mache das als Spielleiter sehr gerne, dass ich NPCs benutze, die, sagen wir mal, das Angebot mitbringen. Nicht irgendwie mit Druck oder so, sondern einfach, die so ein bisschen verliebt sind. Dass ich den Spielern das Angebot mache, hier ist irgendwas, was über das reine Regelspiel hinausgeht. Da ist, möchtest du das irgendwie anspielen oder nicht?
Und selbst wenn sie nicht sagen, ich möchte jetzt vielleicht keine Beziehung, kann es auch sehr lustig sein, wenn immer wieder so dieses, ah, und da ist so was Süßes. Ich mache das tatsächlich deswegen ganz gerne, weil das im richtigen Moment benutzt halt auch sehr viel Drama geben kann. Weil bloß, weil man jetzt auf die Avancen eines NPCs nicht eingeht, heißt das ja noch lange nicht, dass der Spielercharakter den irgendwie nicht mag oder sowas. Im Gegenteil. Oft führt das ja dazu, dass gerade das den NPC sehr greifbar macht und irgendwie den so als den, ja, den netten, verschusselten und wenn der dann nachher ins Gras gebissen hat, das tut richtig, richtig weh und das macht auch dann wieder das Drama mit den, also da sage ich jetzt nicht, dass ich automatisch alle sterben lasse, ne? Aber nur mal, um es aufs Extrem zu treiben, das ist jemand, der wächst den Leuten dadurch auch ans Herz, weil er sich für sie interessiert. Er interessiert sich ja für sie auf eine positive Art und Weise. Und das mache ich tatsächlich sehr gerne, wenn die Gruppe das denn annimmt. Wenn sie es nicht annimmt, dann halt nicht. Um ja, wirklich tiefer gehende Sachen hatte ich bisher noch nicht. Und da muss ich sagen, schiffer ich auch, glaube ich, so ein bisschen drumherum. Ich hatte bisher aber auch noch nicht die Gruppe, wo sich das ergeben hätte. Ich glaube, das muss sich, da bin ich eher bei dir, Rintaro, das muss sich mit der Gruppe ergeben. So ein bisschen organisch, dass sich das gut anfühlt, dann könnte ich das, glaube ich, als Spielleiter mitnehmen. Dass ich das jetzt bewusst versuche einzubringen, eher weniger. Ist das bei dir, Jasmin? Nutzt du Beziehungen in deinen Rollenspielgruppen? Ich glaube, dass eben Beziehungen so ein wichtiger Teil des menschlichen Erlebens sind, als dass ich sie gar nicht auslassen möchte. Also als Plotaufhänger, also gerade zwischen NSC können eben, ja, Beziehungen sehr, sehr viel ausmachen, was eben auch die Spielenden beeinflusst. Also wenn du halt irgendwie die Geliebte eines Charakters schlecht behandelst, dann könnte es sein, dass der Charakter dich dann auch nicht mehr mag. Oder halt als Plotaufhänger in einer Welt mit Adelshäusern und dynastischem Denken kann eben auch eine Hochzeit was sehr, sehr Politisches sein, das eben ja das Machtmittel ist und wie halt, ja, wer heiratet wen, auch durchaus bedeutet, wer erbt halt hier dieses Land und derlei Dinge, Adelshochzeit-Settings und so, durchaus was bei DSA im Boten, aber auch in Abenteuern gut vorkommen kann und super relevant werden. Und ich bin auch eine Freundin von Romanceable Options, also dass man Charakter einbaut, die anspielbar sind und auf irgendeine Weise attraktiv, eventuell auf eine, von der man weiß, dass es die Spielenden anspricht. Wenn man, um auf unsere erste Folge zurückzugreifen, bei Wege der Vereinigung sich ein paar Dinge rausgesucht hat, dann kann man eventuell schon wissen, was die Spielenden anspricht oder ihre Charakter. Kann entsprechende Romanceable Options einbauen als SL. Und als Spielerin hatte ich auch schon mehrere Charakter, die Beziehungen geführt haben mit NSC oder mit SC. Ich fand die SC eigentlich meistens erfüllender, würde ich sagen. Also ich war, da konnte ich mich mehr drauf einlassen und auch mehr eben eine direkte Absprache mit der anderen mitspielenden Person halt haben, um zu sehen, wie wollen wir diese Beziehung entwickeln. Das kann man natürlich auch mit der SL haben, aber ja, ein Spielercharakter hat dann doch nochmal eine zusätzliche Tiefe gefühlt. Hat mehr Fleisch, ja. Ja. Und auch als Spielleiterin kann ich mich nicht so gut darauf einlassen, jetzt eine einzelne Romanze mit einem einzelnen Spieler zu spielen. Zum einen ist es ja sehr viel Spotlight und zum anderen gibt sich die Immersion meistens nicht so, wenn man eben den Plot dabei steuert. Ja, spannend. Ich finde auch eine der im emotionalsten und der diebsten Szenen, die ich hatte, war auch, weil zwei Spielercharaktere in einer meiner Runden eine Beziehung sich entwickelt hat zwischen denen, die dann auch in der Hochzeit geendet ist und so. Also ich finde das immer wieder eine sehr, sehr interessante, bereichernde Komponente des Gruppenspiels. Auch in der aktuellen Runde bahnt sich eine Beziehung an. Und ich finde das irgendwie immer auch als Spielleiter meistens auch sehr, vielleicht kann man das aus Zuschauersicht auch irgendwie, Rintaro, weißt du, du schaust meine Runden, ja. Es ist halt auch immer interessant, irgendwie so einer Liebesgeschichte halt zu folgen, genau wie in Filmen halt auch, ne? Die Liebesgeschichte gehört meistens mit zu einem Plot dazu. Und die meisten guten Filme, die einen Oscar gewinnen, haben eine Liebesgeschichte drin. Und ja, deswegen ist es für meine Storys halt auch immer ein wichtiger Bestandteil. Durchaus, durchaus. Also es ist ja wirklich wie, also ne, eine Serie und ein Film und manche Plots brauchen halt jetzt nicht eine Beziehung, aber
Beziehungen bereichern und verdeutlichen gegebenenfalls auch Aktionen von anderen Charakteren oder sind auch Motor und Antrieb davon. Und wenn sich etwas zwischen zwei Spielern entwickelt oder so, wäre ich auch der letzte Spielleiter, der das jetzt abwürgen würde. Wenn die beiden da Spaß dran haben und sich gegenseitig motiviert bekommen. Und dann kannst du natürlich auch als Spielleiter wunderbar noch zusätzlich was entwickeln, so nach dem Motto, der eine gerät in Gefahr oder sowas, ja. Dass der andere Spieler natürlich besonders motiviert ist, ey, ich kann ihn oder sie da jetzt nicht einfach hängen lassen, ich muss da jetzt was tun. So kann man natürlich auch Gruppen aneinander binden. Genau, das, gerade das, der Metaplot von Schwarze Auge, wenn man ihn als eine große Soap sieht, der lebt auch durchaus von Liebesbeziehungen, die sich da entwickeln, ja. Wo Charakter, also ich sag mal, wo Charakter geschippt werden, also wo sich Leute Beziehungen vorstellen oder hoffen und dann gehen sie in die eine oder andere Richtung aus und entwickelt sich so, wen heiratet die Kaiserin? Das sind halt ja durchaus Fragen, die da im Raum stehen, die eben plotrelevant waren, sei es eben Tulamit als Kaiserin Witwe, die Mittelreich rumläuft oder dass Rohaya halt eben sich vom zwielichtigen Esnar von Esnamabad hat um den Finger wickeln lassen, was dann im Jahr des Feuers zu Kriegssituationen beigetragen hat, einfach weil sie eine schlechte Entscheidung getroffen hat, wessen Minne sie erhört. Und das sind halt Sachen, die im Plot da drin sind, wo man sich dann eben freut oder ärgert, wer wen heiratet oder verliebt ist mit wem. Genau, ja. Ja, es ist Beziehungsspiel und Beziehungsspiel ist ein wichtiger Aspekt unseres Hobbys, glaube ich. Und man könnte noch super viel andere Sachen rauskramen in Aventurien über diese Thematik. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Folge dazu. Wenn ihr Themen habt, die ihr besprechen wollt, kontaktiert uns gerne. Die Kontaktdaten findet ihr in den Beschreibungen. Wir nehmen das immer ganz gerne auf und reden dann mal darüber. Aber für heute soll es das gewesen sein. Und ich bedanke mich bei Jasmin für die Zeit und die Muße und die tollen Antworten. Sehr gerne. Und auch bei Rintaro als Gast. Toll, dass du mit dabei warst und die Runde bereichert hast. Sehr, sehr cool, von deinen Erfahrungen zu hören. Und danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch meine Erfahrungen sind dadurch durchaus noch ein wenig bereichert worden und erweitert. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, wir haben das letztens mal ja auch schon festgestellt, dass einfach über Dinge reden in einer Talkrunde manchmal ganz andere Türen aufstößt und Fenster. Die man einem vorher noch gar nicht so bewusst waren und die man ganz gerne mal aufmachen würde. Ja, oder vielleicht man schon ein bisschen verdrängt hat und mal wieder dann aufgefrischt wird, nicht wahr? Also es hilft auf jeden Fall. Finde ich gut. Auch dir, Bio, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder auftauchst hier. Das ist der lebende Beweis, Bio ist nicht tot. Im Gegenteil. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank auch heute an unsere beiden Begleiter und Begleiterinnen hier. Ich habe viele, viele tolle Impulse mitgenommen. Hat mich sehr gefreut, heute mal wieder hier ein Lebenszeichen geben zu dürfen, auch mit. Danke auch an dich, Koali, dass es so spontan geklappt hat. Ja, an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns, also wir sehen uns nicht, aber wir hören uns beim nächsten Mal neulich in Aventurien. Macht's gut. Tschüss.